Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Weiter geht's mit dem F22, jetzt der Heckdiffusor, also lege mal los. Und da ist das gute Stück schon. Wir haben jetzt hier einmal den Heckdiffusor als komplettes Tauschteil. Wie ihr schon im anderen Video gesehen habt, haben wir ja hier unsere Racing-Ansätze dran. Aber um das Ganze jetzt noch ein bisschen markanter zu machen, haben wir, wie gesagt, den tiefgezogenen Diffusor entwickelt. Auch hier wiederum in gewohnter Bauweise, dass ihr euch die Oberfläche aussuchen könnt. Und noch ein ganz besonderes Produktmerkmal. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr, wie jetzt hier, die Abgasanlage nur links habt oder auch in der Duplex-Variante. Ne? Einfach auswählen und ihr habt den passenden Diffusor. So, dafür muss jetzt aber erstmal der alte Diffusor ab und da zeige ich euch, was man hier demontieren muss. Werkzeugwaage ist dabei und eine Funzel A. So, wir haben jetzt einmal hier unten drunter die normale Verschraubung. Das sind einmal hier die Klipse. Das sind solche Kunststoffniete, die ich einfach rausziehe und hier die Achternuss raus. Und dazu empfehle ich auch, die Verkleidung hier zu demontieren, damit man dann später hier außen an die Führungsfuge, Klipse, wie nennt man es? Keine Ahnung, ich zeige es euch gleich, was ich meine, drankommt. Das ist dann etwas einfacher. Dazu auch hier die zwei Achterschraube entfernen. Dann haben wir im Rathaus drin nochmal zwei Stück. Schauen wir mal, ob ich die euch so zeigen kann. Das ist einmal diese und diese. Ja, das sieht man ganz gut, genau die zwei. Relativ einfach das Spiel, kräftig ziehe. Und schon haben wir den Originaldiffusor in der Hand. Wie ihr seht, ihr müsst die Stoßstange nicht extra demontieren, also easy going und das Ganze auf der Hebebühne natürlich super einfach, aber auf dem Boden mit dem Waageheber sehr leicht zu handeln. Hier nochmal ganz schön zu sehen, die Unterschiede, einmal der untere mit unserem Racing-Steckansatz und oben das tiefgezogene Teil als komplettes Tauschteil. Könnt ihr euch jetzt natürlich aussuchen, was euch besser gefällt. Ja, hat beides auf jeden Fall was. Aber wir wollen jetzt den hier montieren. Deswegen kommt der alte weg. Und dann ist das Ganze ganz einfach. Einmal die Probemontage in die Führungen. Einfach hier rein schieben. Darauf achte, so wie es mal hier passiert ist, dass natürlich hier die Lasche in die Führung rein geht, weil ohne drunter passt es nicht. So muss das. Voilà. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Passform ist perfekt. Und jetzt geht es daran, die Laschen, die wir haben, dementsprechend gegen das Rausrutschen zu fixieren. Dazu haben wir euch diese Metallklammern mitgeliefert und die werden gerade hinten an die Lasche dran geklipst und so ist es quasi verhindert, dass der Diffusor abfallen kann. Aber er wird ja auch noch von unten fixiert, daher passiert auch gar nichts, weil der Fahrtwind kommt ja maximal hier unten dran, kommt ja nicht direkt hinter den Stoßfänger an. Somit kann da nichts passieren, aber es ist ein ganz normales Sicherungsmechanismus und quasi ein Schutz für euch. So, dann machen wir das Ganze doch mal fest. Wichtig ist jetzt hier an der Sache noch, den Diffusor von außen schön dran zu drücken, damit er natürlich komplett sauber drin sitzt. Dann nehmen wir mal die Blechklammer. Und dann am besten mit einer Zange einfach aufkrimpen. So, wie ihr sehen könnt, die kann ich mir abhauen und hebt fest. Das machen wir jetzt natürlich auch mit den restlichen Laschen.
ganz wichtiger Tipp für euch, was mir nämlich jetzt schon wieder passiert ist in der Hektik. Ich habe vergessen, die Schutzfolie abzuziehen. Macht das vorher, denn auch die Schutzfolie ist in der Lasche drin. Und das wird jetzt ein bisschen tricky, die nehme ich da hin rauszuziehen, wo ich sie schon festgemacht habe. Aber es ist nicht unmöglich, ich halte jetzt eine Fuddelarbeit. Total ärgerlich. Okay, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Klammern kurz raus, das Ding rausziehe und die Dinger abziehe und dann geht's weiter. Und so sieht es dann aus, wenn die Klammern hier dran sind. Da könnt ihr das schön erkennen an den Punkten. Einmal links und rechts das Ganze so gemacht und dann kann der Diffuser nicht abhauen. So, leider kurzer technischer Defekt mit der Kamera. Deswegen habe ich jetzt nicht aufnehmen können, wie ich das Ganze hier montiert habe. Aber natürlich die zwei Verkleidungsteile hier im Unteren wieder dran bringen. Und dann haben wir hier neben die Kunststoffniede, Spreiznieder, die da rein muss. Hier einfach das Loch durchbohren, auf die Originalbefestigung reindrücke, fertig. Genauso hier neben, jetzt bei dem 225 Diesel, haben wir hier das Hitzeschutzblech. Hier noch eine Schraube reingesetzt und das Ganze hier auch auf der anderen Seite. Und schon ist er komplett fest von unten und kann nicht abhauen. Also super Sache. Sieht auch optisch echt meiner Meinung nach noch mal ein Ticken besser aus, weil natürlich hier das Ganze noch mal ein bisschen kantiger gestaltet wird. Wie gewohnt habt ihr natürlich den Link zu unserem Shop in der Videobeschreibung drinstehe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Lasst mal eure Meinung hören, wie euch der Diffuser jetzt gefällt oder ob der andere euch besser gefällt. Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.